Wir präsentieren der schlecht erzogene Junge. Es war einmal ein Junge, der lebte weit weg vom Stadt. Er war sehr schlecht erzogen. Deshalb hat er den Weihnachtsbaum seiner Familie letztes Jahr verbrannt. Du warst sehr schlecht erzogen letztes Jahr. Deshalb kriegen nur deine Brüder Geschenke. Nein, Mutter, ich verdiene Geschenke und ich werde sie haben. So ein Gefühl von Sicherheit ging der Junge schlafen. Am Mitternacht hörte er ein Klopfen. Was war das? Ich gehe jetzt erkunden. Der Weihnachtsmann verteilte Geschenke unter den verbrannten Weihnachtsbaum und alles roch ein bisschen nach Rauch. Der Junge dachte, es wäre cool, ein paar Geschenke von der Sack des Weihnachtsmannes zu stehlen. Leise ging er vorbei an den Weihnachtsmann und kroch ins Sack. Aber, oh nein, etwas Schlimmes passierte. Ho, 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 ich gehe jetzt nach Hause am Nordpol. Ich habe schon alle Geschenke verteilt. Nordpol, da kommen wir. Juhu, ich gehe nach Hause endlich. Ein paar Stunden später erwachte der Junge und kroch verblüfft aus dem Sack. Er merkte schockiert, dass er im Zimmer der Weihnachtsmann war. Ich könnte ein paar Geschenke im Weihnachtsmannfabrik stehlen. Das wäre toll. Juhu, dachte der Junge und ging. Bevor der Junge die Fabrik suchte, verkleidete er sich als Elf. Danach suchte er sehr lange nach der Fabrik und schaute sich dabei um. Er sah viele Häuser und viele Bäckereien. Als der Junge in die Fabrik eintrat, war er sehr erstaunt, so viele Geschenke zu sehen. Er beschloss, nur die besten Spielzeuge zu stehlen. Ein Elf, der sehr viel arbeitete, merkte, dass viele Spielzeuge weg waren und ärgerte sich. Wer war das? Ich baue sofort eine Falle für den Dieb und bringe ihn zum Weihnachtsmann. Oh, was für ein schönes Spielzeug! Ich werde es haben! Oh nein, es war eine Falle! Hilfe! Die Elfen brachten der Junge zum Weihnachtsmann und erzählten ihnen alles, was passiert ist. Junge, du darfst gar nicht stehlen, sonst bringe ich dir keine Geschenke.
Ich bring dir nur Geschenke, wenn du deine Mutter einen neuen Weihnachtsbaum kaufst. Tut mir leid, Herr Weihnachtsmann. Ich tue das nie wieder, versprochen. Ich vergebe dir, Junge. Der Weihnachtsmann brachte der Junge vor der Tür seines Hauses und sagte zu dem Jungen: Adieu für immer, Junge. Und bitte, kaufe deine Mutter diesen Weihnachtsbaum. Tschüss. Der Junge ging erschöpft schlafen nach einer sehr aufregenden Nacht. Am nächsten Morgen brach der Junge sein Sparschwein und kaufte mit seinen Münzen den schönsten Weihnachtsbaum, die er je finden könnte. Er wusste, dass seine Mutter froh sein würde. Als der Junge das Gesicht seiner Mutter sah, wollte er keine Geschenke mehr. Die Fröhlichkeit von seiner Mutter war das schönste Geschenk auf der Welt für ihn. Seitdem war er nie mehr böse. Das Ende.